Ich begrüße herzlich den noch amtierenden Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Dr. Robert Zollitsch. Gewissermaßen ein historischer Moment, weil diese Auftaktstatements haben wir dann künftig mit ihm nicht mehr. Es ist seine letzte Vollversammlung. Und ich begrüße herzlich den Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, Pater Dr. Hans Langendörfer. Er gehört zu dem Orden, dem auch der Heilige Vater angehört, nämlich den Jesuiten. Herr Erzbischof Zollitsch wird ein Statement geben und danach ist Feuer frei für Ihre Fragen und seine Antworten. Herr Erzbischof, bitteschön. Sehr verehrte Damen und Herren, auch ich heiße Sie willkommen. Ich weiß Ihr Interesse zu schätzen an unserer Bischofskonferenz und natürlich auch an all dem, was an Fragen in diesen Tagen bei uns behandelt werden wird. Natürlich steht im Zentrum des Interesses die Neuwahl des Vorsitzenden. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz wird auch für eine Amtszeit von 6 Jahren gewählt. Und wählbar sind alle Diözesanbischöfe. Und es ist so, dass in den ersten beiden Wahlgängen 2/3 Mehrheit erforderlich ist. Im dritten Wahlgang, wenn es dazu kommt, dann wird mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Mitglieder auch der neue Vorsitzende gewählt. Sodass wir davon ausgehen können, dass am Mittwoch, wenn die Wahl stattfindet, wir auch zu einem Ergebnis kommen. Und Sie sind ja eingeladen um 11 Uhr zu einer Pressekonferenz. Ich hoffe, Ihnen dann den neuen Vorsitzenden vorstellen zu können. Und das ist für mich natürlich auch eine Situation, wo ich weiß, eine 6-jährige Amtszeit geht zu Ende und damit darf auch die Verantwortung als Vorsitzender der Bischofskonferenz in andere Hände legen. Es gibt auch andere Personalentscheidungen. Auf eine möchte ich noch hinweisen. Wir haben gestern Kardinal Meissner verabschiedet. Als Emeritus gehört er nicht mehr der Bischofskonferenz an. Kardinal Meissner hat über viele Jahre den Vorsitz in der Kommission, Liturgiekommission wahrgenommen. Wir werden dann auch hier einen neuen Vorsitzenden wählen. Das heißt, die Arbeit wird auch weitergehen, auch wenn jetzt Kardinal Meissner nicht mehr neben mir sitzt oder wenn auch ich dann nicht mehr die Verantwortung für die Bischofskonferenz habe. Natürlich steht die Arbeit der Bischofskonferenz durch die Neuwahl natürlich auch in Diskussion hier mitten auf dieser unserer Frühjahrsvollversammlung. Wir haben uns darauf abgesprochen, dass wir morgen Vormittag einfach über die Situation der Kirche in Deutschland, über die Aufgaben und Herausforderungen der Bischofskonferenz miteinander sprechen werden, um das in den Blick zu nehmen, was tatsächlich sich uns als Aufgabe und Herausforderung stellt. Dieser Wunsch war geäußert worden auf der Herbstvollversammlung in Fulda und ich habe das gerne aufgegriffen. Manchmal wurde das dann fast verglichen mit dem Vorkonklave in Rom. Wir dürfen das nicht ganz so hoch hinaufstellen. Es geht einfach darum, miteinander über die Herausforderungen zu sprechen. Die große Frage, welche Rolle spielt Gott in unserem Verhalten? Welche Rolle spielt Gott für uns? Was bedeutet es tatsächlich, an Gott zu glauben? Und Sie kennen ja die Ergebnisse der neuen Umfrage und die Auswertung auch der evangelischen Kirche vor ähnlichen Fragen wie Gott in uns lebendig ist, stehen wir alle. Wir stehen vor den Herausforderungen, wie werden wir als Kirche immer mehr wahrgenommen, als pilgernde Kirche, der es darum geht, gemeinsam zu hören, aufeinander zu hören, gemeinsam auf Gott zu hören und so auch die Herausforderung der Zeit in uns aufzunehmen, um immer mehr auch eine dienende Kirche zu sein, die sich den Menschen zuwendet, mit den Menschen den Weg in die Zukunft geht. Das sind eine ganze Reihe von Herausforderungen und diesen Fragen wollen wir uns stellen und morgen gemeinsam darüber beraten. Es geht jetzt nicht darum, ein Profil des neuen Vorsitzenden zu entwerfen oder ihn gar nun mit weiß Gott wie vielen Aufgaben von vornherein zu belasten, sondern einfach diese Gemeinsamkeit viel stärker zu entdecken, die Gemeinsamkeit der Bischofskonferenz, wie wir uns in Solidarität miteinander auf den Weg machen für die nächsten Jahre. Und Sie wissen ja, dass Papst Franziskus in seinem neuen Schreiben Evangelii Gaudium dann betont hat, dass er die Stellung der Bischofskonferenzen verstärken will, im Sinne der Solidarität, dass sie auch ein Stück eigener Lehrautorität stärker haben sollen. Damit kommen neue Herausforderungen, neue Aufgaben auf uns zu und diesen Fragen nachzugehen, bevor wir dann einen Tag später wählen. Das ist der Sinn dieser Aussprache morgen. Ich werde eine kleine Einführung geben und ich denke, wir werden im mittwöchlichen Gespräch dann einfach unsere Situation stellen, den Fragen der Zeit stellen, den Fragen, die auf uns herankommen. Und Sie wissen nicht alle, eine der großen Fragen, die uns beschäftigt ist, wie gehen wir um mit den Menschen, deren Ehe gescheitert ist. Es geht um die Pastoral der Ehe, um die Hilfe zur Ehe, um die Vorbereitung zur Ehe, um die Begleitung all derer, die dann, wenn eine Ehe scheitert, allein bleiben, keine neue Ehe mehr eingehen, aber auch die zivil wieder heiraten. Wie
gehen wir damit um? Sie gehören voll und ganz zur Kirche. Das sagt uns sowohl Papst Franziskus, wie auch sagt auch Papst Benedikt. Das sagt uns schon auch Papst Johannes Paul II. Was heißt es dann, wenn Sie voll und ganz zur Kirche gehören? Wie ist es dann auch im Einzelfall mit dem Empfang der Sakramente? Unsere Arbeitsgruppe hat hier einiges erarbeitet. Wir werden gemeinsam darüber beraten und dann im nächsten Ständigen Rat, hoffe ich, sich abschließend weitergeben zu können. Denn die Bischofssynode, die Sondersynode, zu der Papst Franziskus eingeladen hat im Herbst dieses Jahres, wird sich ja dieser Frage widmen. Und dann geht es auch darum, was können wir nun dort von unseren Erfahrungen, von unseren theologischen Einsichten mit einbringen. Insofern spüren Sie, dass wir eine ganz breite Thematik haben. Wir haben in dieser Vollversammlung auch einen eigenen Studienhalbtag. Da widmen wir uns der Frage der Religionsfreiheit weltweit, denn wir wissen, dass Religionsfreiheit in vielen Ländern ja wirklich gefährdet ist, dass die Freiheit zur Ausübung der Religion leider nicht gegeben ist und dass es oft sogar zur Verfolgung von Christen führt in Teilen Afrikas oder wenn wir jetzt an die Situation in Syrien denken, wenn wir an Länder denken, Vietnam oder wie China, von Nordkorea gar nicht zu sprechen. Dieses Zeichen wollen wir setzen im Sinne der Solidarität mit diesen Menschen, die nun diese Religionsfreiheit nicht genießen dürfen, wie wir sie genießen dürfen, um auch zu schauen, was wir machen können, wie wir unsere Solidarität zeigen können. Dieser Studienhalbtag ist für uns deshalb auch wichtig, weil wir auch immer wieder über das hinausschauen wollen, was nun unsere eigene Situation, die Situation in unserer eigenen Kirche ist, zumal viele unserer Werke, die wir haben, ja weltweit auch versuchen, den bedrängten Christen, aber auch den Christen in Not, den Christen auch im Sinn der Entwicklung dann auch zu helfen und ihnen beizustehen. Das ist für uns durchaus eine wichtige Frage. Und wenn wir schon dabei sind, den Blick über unser eigenes Land hinaus zu weiten, dann denken wir auch an die Ukraine und an die Situation in Kiew. Wir müssen ja leider feststellen, dass es offenbar das erklärte Ziel der Sowjetunion ist oder der Russischen Föderation, muss ich jetzt sagen, ist, dann tatsächlich die Ukraine, die Krim selber nun als Teil der Russischen Föderation einzufügen und damit natürlich diesem Land die Ukraine zu nehmen, der Ukraine dann die Halbinsel, die Krim-Halbinsel zu nehmen. Und damit ist natürlich eine neue Situation, die Gefahr einer bewaffneten Auseinandersetzung mitten in Europa gegeben. Wir appellieren hier wie Papst Franziskus daran, dass man solche Fragen, solche Probleme diplomatisch löst, dass man solche Probleme durch Verhandlungen löst. Und wir sind all denen dankbar, die sich für die Freiheit der Menschen in der Ukraine einsetzen, für das Selbstbestimmungsrecht. Und wir verlangen natürlich auch, dass die Minderheiten überall geschützt werden, denn die Minderheiten haben ein Recht auf Eigenleben, wie wir das etwa in Deutschland, bei den Sorben, wie wir das dann auch bei den Dänen im Norden haben. Es ist wichtig, dass auch Minderheiten ihre gesicherten Rechte haben. Das gilt natürlich auch für die Ukraine, denn es ist wichtig, diese Dinge auch mitzusehen. Wir uns alle bedrängt durchaus die Frage nun, wie die Situation in Limburg auf die Menschen wirkt, auf die Bischofskonferenz. Sie wissen, ich habe auf Anregung von Kardinal Aiolo und in Absprache mit Bischof Franz Eberts von Elst und dem Domdekan von Limburg dann eine Prüfungskommission eingesetzt von 5 Personen, die Frage untersuchen soll, einerseits, welche Entscheidungen sind im Blick auf das diözesane Zentrum St. Nikolaus in Limburg getroffen worden, wie kamen sie zustande, wie ist die Finanzierung, sind die Prozesse gelaufen. Dieser Bericht wurde mir Ende Februar von der Kommission übergeben. Der Vorsitzende der Kommission, Weihbischof Manfred Grote und ich, haben ausführlich mit Bischof Franz Eberts von Elst darüber gesprochen, ihm auch diesen Bericht übergeben und auch noch die Hintergründe noch mal deutlich gemacht. Heute vor einer Woche haben Bischof Manfred Grote und ich diesen Bericht in Rom der Bischofskongregation übergeben, in einem ausführlichen Gespräch. Auch inzwischen hat Bischof Franz Eberts von Elst bei der Bischofskonferenz auch seine Stellungnahme abgegeben, denn es gilt selbstverständlich das Audiate altera pars. Jeder muss gehört werden und damit ist natürlich auch ein Punkt geschaffen, Ausgangspunkt, dass dann auch eine Entscheidung getroffen werden kann im Interesse des Bischofs, im Interesse des Bistums, auch im Interesse der Kirche in Deutschland. Wie Sie wissen, hat Bischof Franz Eberts von Elst die Entscheidung darüber in die Hände des Papstes, des Heiligen Vaters gelegt. Wir jetzt in dieser Woche sind die
die Leute in dieser Kurie arbeiten, in Exerzitien. Aber ich hoffe, dass dann die Entscheidung nicht zu lange auf sich warten lässt. Und wir werden dann, wenn der Bericht auch in Rom entsprechend zur Kenntnis genommen ist, dann auch die Vorgänge, dann selbstverständlich auch der Öffentlichkeit bekannt geben. Aber ich bin im Verständnis, dass erstmal die Möglichkeit gegeben sein muss, dass die Einzelnen diesen Bericht auch prüfen und Stellung nehmen dazu. Und ich hoffe, dass dann im Interesse aller die Entscheidung nicht zu lange sich hinausschiebt. Fragen haben wir immer wieder, wenn wir an der Bischofskonferenz zusammen sind. Ich habe vorhin auch an die aktuelle Situation der Ukraine gerichtet. Wir werden dann auch in diesen Tagen uns gerade im Zusammenhang auch mit Limburg schauen, wie wir das, was die Kirche an Finanzen besitzt, an Geld, wie wir das noch stärker im Sinne der Öffentlichkeit darlegen können, im Sinne der Transparenz. Sie wissen, dass wir unsere Haushaltspläne offenlegen, dass das, was mit den Kirchensteuereinnahmen geschieht, überall auch von den gewählten Vertretungen beschlossen wird. Und wir suchen nach einem Weg, wie wir auch das sonstige Vermögen so darstellen können, dass es auch verstanden wird. Wir haben drüben den herrlichen Dom von Münster. Das ist ein großartiges Kunstwerk. Aber wie wollen Sie dessen Materialwert angeben? Abgesehen davon können Sie davon nichts abschneiden, sondern das ist nun ein Besitz, den wir haben, der Geld kostet, weil unterhalten werden muss. Wir wollen versuchen, wie wir in diesen Situationen an zu einem Weg kommen, dass man sagt, ja, die Kirche ist transparent und daher hat eine Arbeitsgruppe auch bei uns gearbeitet. Wir werden weiter darüber raten und schauen, wie wir möglichst im nächsten Jahr dann zu einem Weg finden. Auch da muss, weil die Materie recht komplex ist, natürlich auch, muss ich um Verständnis bitten, dass es nicht ganz so einen Schnellschuss geben kann, aber unsere Leute, Fachleute sind in den Diözesen daran, diese Frage auch mit nochmal anzupacken. Es sind eine ganze Reihe von Fragen, die ich genannt habe. Ich wollte von mir aus diese Punkte jetzt einfach mal nennen und stehen dann auch für Fragen zur Verfügung. Ich kann natürlich die Frage noch nicht beantworten, welche Ergebnisse überall kommen werden, denn wir stehen erst am Anfang der Beratungen.